Ja, und damit erstmal wunderschönen guten Abend an diesem wunderbaren Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich dachte, ich bin mal wieder spontan unterwegs in SimRail. Ich habe eigentlich beim letzten Stream gesagt, es kommt mal Railroads Online. Da habe ich mal aktiv verpennt an dem Tag. Ist echt gut gelaufen. Railroads Online im Multiplayer kommt noch die Woche. Ich weiß noch nicht wann, aber es kommt noch die Woche. Ich habe mal überlegt, ob ich es heute mache, aber ich dachte, nee, heute erstmal ein bisschen Streamray spielen. So weit ist alles da. Hallo Sebastian, hallo Enrico, hi Dieter, hi Christian, hi Trucker Tim. Über die, was ich jetzt sehe. Seid alle herzlich willkommen. Ja, der Plan ist, es gibt keinen Plan, aber angedacht wäre mal, dass wir einen Güterzug fahren auf dem deutschen Server. Chaos natürlich pur. Und zwar möchte ich mal mit der EN25, glaube ich, heißt sie, fahren. Ich glaube, die Musik ein ganz klein Tick leiser. So, ich hoffe, das passt so von der Lautstärke. Und dann später vielleicht FTL, wobei FTL wird zumindest auf dem deutschen Server, wie ihr gerade schon seht, ein bisschen schwierig. Also alles voll hier. Mach mal das Spiel auf Vollbild. So. Okay. Güterzug. Ich probiere es mal mit DE1. Da haben wir zwar 40 von 250, aber schauen wir mal, was wir so frei haben. Ja, mal durch hier. Nein. Nein. Auch nein. Das, ja, halbe Stunde. Nicht so meins. Probieren wir einen anderen DE-Server. Wo ist denn am wenigsten los? DE4. Ne, gar nicht. DE5. Moin, Pandemic. So, schauen wir mal hier. Oh, da hat's ein gutes Angebot. Nein. 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 18 Minuten ist ein bisschen kurz. Warte mal, was war das? Das war 8. Ja, nee. Das ist auch nix. Eine Stunde. Hat sie nichts Anständiges frei? Euer sieht die TLK. Warum ist das alles mit der Elektrokutsche da? Das ist auch nichts Interessantes. Mal jetzt den Pass den Server finden. War das jetzt gerade DE5, wo ich geschaut habe? Jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Wir könnten auch... Wisst ihr was? Wir gehen mal auf NL1. Schauen wir mal, was wir da so haben. Fangen wir unten an. Nope, 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 nope. Alles nein. 26 Minuten. Nee. S-Bahn will ich auch nicht fahren. Mensch, ich will den... TLK. Nee, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Ich glaube, ich habe es gerade vom Timing echt ein bisschen schlecht getroffen. Was? D5. Wir könnten natürlich so ein Szenario erstmal fertig fahren und schauen, ob dann irgendwie was aufkommt, was Neues. Das könnte man aber auf dem deutschen Server machen. Was? Dach gesagt? Lev? D1 wäre gut. Hm. Schauen wir mal, was wir da so haben. Nein. Nein, auch nicht. D1 hat man so überhaupt gar nicht. Ja, gut, eine halbe Stunde. Ja, was soll's. Geh mal bei der mal rein. Mit der Hoffnung, dass dann später was Interessantes aufgeht. Ich hätte gerne so eine Fahrplanübersicht, wann welche Lokomotive welchen Umlauf fährt.
Ich habe gerade bei uns auf dem Discord-Server einen Link gesehen zu einem Google Docs-Dokument, wo jemand gerade seinen Fahrplan aufbaut, wo man dann sieht, grad, welche Lok One fährt. Aber das ist noch nicht ganz fertig. Minuten Verspätung. Ja, du mich auch. Da ist er ja. Die ET25. Das erste Mal, dass ich die fahre. 2 Kilometer anhalten. Ich weiß schon mal, dass der Tempomat nicht funktioniert, aber ich habe es mal ganz kurz angetestet. Also, beziehungsweise mit den Hotkeys geht er nicht richtig. So. Hier mal Leistung. Wohin fahren wir denn? Lazy, 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 2WC, GT. Okay. Wen haben wir denn in der Umgebung? Chosu, Sula, habe ich nicht getrackt. Okay, das ist geil. Starfus, Maxel, Amistut. Ich kenne da keinen von denen. Stilles Mineralwasser. Auch ein cooler Name. Apfelerlebnis, auch cool. Apfel Games TV. Wow. Okay. So, okay. Was haben wir hier alles so für Spielzeuge? Na, das ist der Richtungswender, direkte Bremse, Betriebsbremse. Wer hat sich denn den Namen einfallen lassen? Okay. Bremse angleichen, Notbremse, Makrofon. Oh, tu mal Makrofon testen. Geschmackssache. Okay. Digitales Pedal. Oh, interessant, das funktioniert sogar. Zumindest teilweise. Das ist soweit klar. Da kann ich nicht klicken. Das ist Radio. Das ist Viertelstunde aktivieren. Not aus. Scheibenwischer. Scheibenwischer Wasser. Funktioniert das? Ja, funktioniert sehr gut. Ich sehe es. Führerstandspultbeleuchtung. Da merke ich jetzt nicht viel davon, dass es an oder aus ist. ETCS. K-Funktion. Stromabnehmer, Hauptschalter, Lichtbody. Fußstütze heben, untere Fußstütze. Seht ihr was? Nö, hört nicht. Ja, das war's soweit. Da hinten auch nochmal Notbremse, Not aus, nochmal ein Makrofon. Oh, da funktioniert. Testen des Feueralarms. Funktioniert der Feueralarm? Ja, da passiert überraschend wenig. Alles klar. Welcher Server bin ich? Ich bin auf E1. Oh, und ich darf schneller fahren. Ja, aber bei nur kurz. Kann ich dann wieder 40 fahren. Wer war das jetzt? Nee, komm, geh mal ganz nach oben. Lokführer, der Maxi Air. Moin. Hätten wir 4 Stunden, er zu spät kommt, werden noch entgegengenommen. Gut, für die Verspätung kann ich nichts. Der hat... Oh, der ist am Durch denn. Cool. Also viel Gas sollte man eh nicht geben. Ah, ich wünsche mir, wir könnten mal so einen richtig schweren Güterzug fahren. Also wo die Sachen auch mal wirklich beladen sind. Weil alle Güterzüge sind halt alle leer. So, machen wir das Spiel mal ein bisschen leiser. Müssen wir dem Chat mal reinschreiben, ob die Lautstärke soweit passt. Spiel, ich, Musik, muss irgendwas lauter, irgendwas leiser. Achso, wenn ich mal gar keine Leistung drin habe, dann bremst er auch nicht, ne? Auf 40 wieder zurückstellen.
fahre durch Lazy LA. Oh, das ist die ganz heiße Stelle hier. Schön Kohle oder Erz, so bis hätte was. Oh ja. Ja, idealerweise ja sogar mit einer ET41. Ah, die hätte so richtig Zugkraft. Mit Köpfen bist du völlig in Ordnung mit der Lautstärke. Ah, sehr gut. Das hört man gern. Kann man was gegen die Disconnects machen? Ne, leider nicht. Das ist ein Problem, die gibt es halt leider schon seit dem Playtest. Die haut es einfach random raus. Da kannst du machen, was du willst. Das passiert als Fahrdienstleiter, als Fahrer. Das ist total random. Ist leider ultra nervig und vor allem insofern nervig, wenn man Punkte sammeln will. Oder hochleveln will. Ich meine, das Level hat ja eh noch gar keinen Effekt. Aber wenn man dann zum Beispiel von Warschau irgendwie nach Katowice fährt und da ist man dann zum Beispiel mit einem Eurosite dann 3 Stunden unterwegs. Vielen Dank für den Sub, Blacky. Und du kriegst dann einen Disconnect, dann werden die Punkte nicht gewertet. Das ist echt arschig. Ich meine, er zeigt dir dann den Summary an, du hättest irgendwie Punkte gesammelt, aber er rechnet sie nicht an. Naja, super Early Access. Ich hoffe, sie kriegen das dann irgendwie hin, also vor allem mit den Disconnects und tun auch die Punkte dann irgendwie anders berechnen. Ich meine, als kleiner Tipp, wenn ihr wirklich Punkte sammeln wollt, dann sucht euch irgendwie Züge aus, die, keine Ahnung, noch 20 Minuten oder 30 Minuten fahren. Und da habt ihr eine recht hohe Chance, dass ihr euch dann wirklich fertig fahren könnt. Weil in der Zeit sollte theoretisch nicht so viel an Disconnects reinkommen. Also zumindest die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und dann könnt ihr hochleveln. Das Witzige ist, mir ist auch aufgefallen, dass, heute bei den Fahrdienstleitern, wenn man die anklickt, da wird überall angezeigt Level 1. Kann man wirklich alle durchklicken. Und auch bei den Fahrern hier Level 1. Also das Level-System funktioniert sowieso noch nicht richtig. Da auch Level 1. Level 1. Also von daher. So, 6, wie viel da darfst du? Ja, okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das zweite Mikrofon anmachen für den In-Game-Voice. Nur für den Fall, dass da jemand quatschen will mit mir. Was? Alles klar, ist kein leichtes Stellwerk. Warte mal, wer ist denn da? 644. Ist denn in der Nähe? 4 Kilometer. Lazy! Servier sie! Also Lazy ist super einfach. Servier sie geht so. Aber ist auch nicht sehr schwer. Ah, wir brauchen mehr Bremsleistung. Das mit den 6 Stunden, das ist egal, in welchem Stellwerk du das machst. Du kannst da auch wechseln zwischendurch. Habt doch das etwa 6 Stunden FDL gemacht. Und ich hoffe, die tun das dann irgendwie wechseln von Stunden zu Punkten. Weil, ich meine, theoretisch kannst du 6 Stunden lang Blödsinn im Stellwerk machen und du wirst dann nicht gewertet und kannst dann die komplizierten Stellwerke machen. Man müsste das eher so werten, dass man sagt, okay, man hat irgendwie den Zug halt richtig geroutet oder du hast halt, schau, dass du keine Verspätung verursacht, irgendwie sowas. Und dann darfst du irgendwie hochleveln und dann darfst du die schwierigeren Stellwerke machen. Das wäre ein vieles besseres System, also ähnlich wie in TD2. Damit halt die Erfahrung halt wirklich irgendwie messbar ist. Und wieder Fahrt. Schön. Also die Musik ist jetzt irgendwie nicht so super geil. Dann gehen wir mal auf den nächsten Song. Ja.
Ja, ich hoffe mal sehr, dass da irgendwas kommt in die Richtung. Ja, wenn ich da gerade im Chat dann schon sehe, also wiederholt, Fahrstraße FXY wurde gelöscht, weil falsch geroutet. Ah, nee. Vor allem, ich habe es jetzt schon auf dem Discord schon gesehen, viele Leute schauen sich den Fahrplan halt einfach nicht an von den Zügen. Es wird halt insofern problematisch, wenn du halt ein Stellwerk hast mit mehreren Anschlüssen. Denk dann, ja okay, das ist ein Güterzug, dann schicke ich halt einfach nach B. Aber ein Güterzug kann auch mal woanders hinfahren. Das ist halt nicht so geil. Ah, das glaube ich war Sosnovy Glowny da vor Beijing, glaube ich heißt das. Ah, ja, das ist ein bisschen knackig. Und das ist ein super Beispiel. Da muss man halt einfach den Fahrplan gucken. Wo müssen die hin? Und vor allem, wie gehe ich dann halt mit Verspätungen, wann tue ich einen Zug überholen lassen, etc. Und vielen lieben Dank für den Follow. Ich hatte gestern den Bug in Lazy, dass man Züge nicht im Fahrplan nicht hatte. Oh, das habe ich aber mittlerweile auch schon ein paar Mal gehabt. Warte mal, jetzt habe ich 5, wo bist du denn hin? Stehst du den Zug mir denn? Das ist ja gar nicht. Siehst du? Da haben wir jetzt gerade das Problem. Der sieht mich zum Beispiel gar nicht. Was? Minus 1000 Punkte Durchfahrt. Geil, jetzt habe ich auch mal minus 1000 Punkte gekriegt. Für das kann ich gar nichts. Ich fahr doch nur. Ah, geil. Ja, ich glaube, das ist ein Bug, dass du mich nicht siehst. Hatte ich ja auch schon. Einfach weiterschicken. Ja, ist ein Game-Bug. Sag mal, die Bremsen sind ja echt Dampfhammer in der Lok hier. Ich hab gerade mal einmal ganz kurz die Bremse angetippt und ich bin schon auf 20 unten. Also idealerweise... Ah, scheiße. Geil, ich habe das Mikrofon gar nicht an. Also, für Ingame. Ja, dass du mich nicht siehst, das ist, glaube ich, ein kleiner Bug. Das ist nicht neu. Schick mich dahin, wo die anderen Güterzüge auch hinfahren. Beziehungsweise laut Fahrplan wäre dann Misko dann mal drin. Also schick mich in die Richtung. Was macht denn das Auto da auf der Seite? Interessanter Parkplatz für ein Auto. Ja, wirklich einmal Weichen putzen. Oh, geil, Ausfahrt. Bin mal gespannt, was dann im Summary steht, wenn ich dann mindestens 1000 Punkte gekriegt habe. Ja, 245, 057, wo bist du in Kollege? Laut Fahrplan Richtung Misko. Gut, das ist klar, das stand bei mir noch ein bisschen nicht drin, dann geht das für dich hier gleich weiter. Jo, ich danke. Ich kann immer gerade ausschicken, das wird schon passen. Und ich glaube, das Spiel hat irgendwie ein Problem damit, aufgenommen zu werden. Ich mach das Spiel mal ein bisschen leiser. Denn jedes Mal, wenn ich stream und OBS läuft, dann ist der Ingame-Voice einfach total für den Arsch. Ja, verträgst ein bisschen mehr Leistung.
Das Stellwerk hier drin ist auch ein bisschen gemein. Oh, YouTube bin jetzt auch da. Da ich gerade YouTuber bin, ich hab's gerade nicht richtig verstanden. Okay. Ich glaube, da schaut jemand meinen Stream. Hä, was läuft denn hier jetzt ab? Hä? Na, also das schwerste Stellwerk würde ich jetzt nicht sagen. Da kann man. Aber es ist ein bisschen gemein mit den Weichen, weil du hast hier die 100er Weichen und die 40er. Aber das ist jetzt gerade sehr speziell, wie ich da geschickt werde. Ja. Wer ist da davor denn? Das ist auf jeden Fall nicht normal, wie ich da jetzt gerade fahre. Alles klar. Habt ihr es mal von der Seite auch mal gesehen? Also da hinten ist dann wieder Weichenputzen angesagt, weil ich muss nochmal dann. Warte mal, eins, zwei. Über mindestens zwei Gleise, glaube ich, muss ich jetzt. Oder? Warte mal, eins, zwei. Ne, drei, glaube ich, sind es. Wenn ich jetzt richtig zählt habe. Eins, zwei, drei. Sprich, also ja, aufs dritte Gleis runter, über zwei Gleise runter. Da, das ist übrigens die Hochgeschwindigkeitsweiche da. Ja, so lernt man alle Weichen mal persönlich kennen. Ja, wir fahren jetzt da so runter. Da hat jemand Spaß mit den Fahrstraßen. Was wird kein Miterzähler wieder erlauben, dann stimmt die Strecke, ist das so. So blockiere ich halt alle Einfahrten, ne? Gut, es ist mal gerade eh nichts da, aber trotzdem. Stellt euch mal vor, es gibt hier ein Simrail Pun. Und ich bleibe da genau so über den ganzen Weichen stehen. Da kannst du den Bahnhof vergessen. Was ist, wenn die Stellwerksvideos nur anders? Oh, 80. Na, wir drehen durch. Weniger Leistung. Schon ein bisschen Kraft, was der da auf die Schienen bringt. Meine Special Cameras. Oh, cool. Oh, nice. War aber gar nicht klar, dass ich auch hier umschalten kann beim Güterzug. Sind nach dem Playtest noch Stellwerke hinzugekommen? Du hast ja fast alle vorgestellt. Ja, zwei sind mit dazugekommen. Die habe ich in irgendeiner der letzten Videos auch noch gezeigt.
Ich glaube, das war eh Simrail im Early Access. Ich glaube, in dem Video habe ich die zwei kurz vorgestellt. Und eins der neuen Stellwerke war das, wo wir jetzt gerade durchgefahren sind. Wo geht das eingestellt? Naja, so halbwegs. Oh, der hat sogar ein Nebellicht. Lass kurz schauen, wie Fernlicht aussieht. Was? Achso, falscher Button. Okay, das ist Fernlicht. Nebellicht. Okay. Ah, beim Abblendlicht. Dann, was sind denn in Simrail so eure Lieblingsstellwerke, wenn ihr denn eins habt? Oh, das spielt vielleicht doch ein bisschen lauter. Nebelschlussleuchte, ja, das wär's. Beziehungsweise, wenn wir schon mal beim Early Access sind, was würdet ihr euch von Simrail am allermeisten wünschen oder was sind eure Top 3 Punkte, wo ihr sagt, wenn Simrail dann irgendwann in der Final Version 1.0 draußen ist, dann hätte ich gern diese Features. Was wäre das? Die Top 3. Bruno, das bedeutet, dass du erstmal die entsprechende Zeit noch als Fahrdienstleiter machen musst und dann kannst du erst dieses Stellwerk spielen. Also, ich lese da schon mal mehr Server, bugfrei, mehr Strecken, stabile Server auf Platz 1. Ja, das würde ich auch erstmal ganz oben ansetzen. Disconnect, den echten Pain. Wobei, ne? Auf Platz Nummer 1 wär's die KI. Die KI-Dispatcher, Fahrer ja weniger, aber die KI-Dispatcher, die müssen unbedingt überarbeitet werden. Weil die machen teilweise so viel kaputt. Also es sind nicht nur die Spieler, aber die KI ist manchmal echt für den Arsch. Ja, wobei selber Neustart Ankündigung auf Nummer 1. Klar, das wäre schon nice to have, aber ich würde es jetzt nicht aufs Prio einsetzen. Ich habe die ganze Zeit nicht mal das Mikrofon genutzt. Also unser Ziel? Sesto Hoba, Tobara, Roba, irgendwas. Kenne ich jetzt auch noch nicht. Bin mal gespannt, wo wir da abbiegen. Also ich fahre die ET25002. Die moderne E-Log hier. Ich weiß gar nicht, steht da eigentlich irgendwo der Hersteller von der Lok? Dragon 2. Wer baut die? Weiß das gerade jemand? Parallel in Google gucken. ET25.
Oder nochmal Dragon 2, weil das vermutlich eher finden. Lokomotive. Ah, echt jetzt? Anna! Szenario abgeschlossen. Okay. Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal, was jetzt sonst noch auf die deutschen Server so abgeht. DE. Lad mal bitte alles. Ja, Stellwerken sind wie alles voll. Gehen wir vielleicht irgendwo rein, wo die meisten Fahrer sind. Das wäre dann DE3. Bitte weiter DE1. Ja, gut. Schauen wir mal, was wir da so haben. Die 185er. Was ist das Angebot hier? Wir fangen mal unten an. Nope. Warte mal, TCE. 2 Stunden. Start in Katowice. Das wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Ja, ich glaube, ich setze mich mal in die rein. Mal schauen, wo die startet. Vielen lieben Dank für den Follow. So, komm, Spiel. Schneller laden, bitte. Was zum... Was sind denn wir jetzt hier? Bitte beschleunigen, nicht rückwärts fahren. Alles klar. Läuft. Sag bloß, du kommst jetzt hier nicht vom Fleck. Ihr kommt nicht vom Fleck. Ah doch, jetzt langsam. Das ist jetzt neu. Kein Plan, wo wir sind, aber hier war ich noch nicht. Oh. Es ist ja ein Zug da vor mir. Ist DE1 schon wieder fucked hier? Ja, geil. Ich glaube, das können wir gerade schon wieder vergessen. Das glaube ich, mit dir ein Wartenkonzert hier. Aber wenn wir schon mal hier sind, ich will mal schauen, was passiert, wenn wir da ranfahren. Vermutlich in Gleisung oder sowas. Aber das will ich jetzt ausprobieren. Ist eh kein Fahrer vor mir, ne? Nee. Koppeln geht ja, glaube ich, soweit ich weiß, gar nicht per Hand. Oder noch nicht. So, gleich gibt's einen Knutscher. Okay, also jetzt wäre mal rein theoretisch dran. Kann ich jetzt aussteigen? Oh. Ciao.
Ah, wie geil. Ja, okay. Der Server ist nix. Aber witzig. Okay, such mal so einen anderen Server. Ah, 13 Spieler. Lokführer. Nein. Wobei, andererseits, 30 Minuten, Stunde. Euro City. Güterzug, Stunde 42. 130 Minuten, 55 Minuten. 2 Stunden 17 mit der Trax. Ja, das machen wir doch mal. Kann ich ein bisschen Trax fahren üben. Auch wenn ich die Bremse bei der Trax hasse. Könnt ihr einen Stellweg in D1 geben? Oh, danke fürs Angebot. Aber jetzt erstmal, wenn wir ein bisschen fahren. Muss ich fragen, ob du schon wieder anstehst oder soll ich es lassen? Ich bin schon so gespawnt. Kann nichts dafür. Und dann muss ich mal schauen, was möglich ist. Katowice, Mukio, irgendwas. Sitko, Novi. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir übernehmen mal. 20. Statt das mit Tempomaten, macht er immer noch den Blödsinn. Ja, ist ein bisschen besser. Ah, so ein Zug haben wir. Okay. Die wollen alle, dass ich hier Stellwerke. Erstmal ein bisschen düsen. Aber 20 ist jetzt schon gerade ein wenig langsam. Ich meine, mir kommt die Stelle gerade irgendwie sehr bekannt vor. Aber die Palette des Tages verpasst. Nee, noch nicht. 64, 50, 46 für Backzeit ab. 64, 40, 46 war. Ja. Das ist ja eigentlich 17 Minuten offen halt. Willst du jetzt warten oder soll ich das schon mal nachschauen? Irgendwo. Aber ewig lang 20 will ich jetzt eigentlich auch nicht fahren. Wie ist denn so die Präferenz im Live-Chat? Güterzug, Eilzug, S-Bahn, so ganz grundsätzlich. Und vielen lieben Dank für den Follow. Ja, ist gerade ein bisschen schlimm hier. Ja, nee, also auf 20 km/h gucken habe ich jetzt irgendwie keine Lust. Ein bisschen schneller fahren wäre schon ganz toll. Multiplayer. Was hat ihr schon gesagt? DE5. Dann haben wir den Express Eurocity.
KM1 Stunde TLK. Zwei, vier, fünf, null, sechs, eins, Stunde 42. Das, glaube ich, war gerade der, wo ich drin gewesen bin. 424064, glaube ich. Hm. 185er. Ich probiere es mal mit dem 24064. Das merke ich mir jetzt mal ganz kurz. Kann sich nur um Stunden handeln. Ach, was soll's. Fahren wir doch den weiter. Hä, warum geht die Steuerung nicht? Hello? So, gib mal Gas, du. km/h. Woher nimmt er das 70? Ganz ehrlich, wir geben jetzt immer ein bisschen Gas. Egal, ob das jetzt da Minuspunkte gibt oder nicht. Kann nicht sein, dass man hier so langsam rumschleichen muss. Ich weiß, das ist jetzt voll gegen die Regeln, aber ich will jetzt mal hier ein bisschen Strecke machen. Also nehmt mich nicht als Vorbild. Generell gar gute Idee. Gibt es in dem Spiel 14, auch 1-3-5 ja. An Dabrovagon Dabkovicev. Bitte kommen. Dabrovagon Dabkovic, ja. Was ist dann mit dem 11 vor mir da los? Wann hat der Abfahrt? Oh, da haben wir wieder ungeduldige Lokführer. Dabrovagic, Sabkovic. Aber der Trabrohr ist ja mal mega leise. Das ist Dabrova Gunica und das ist AI. Ja. Nee, nee, also du bist schon Dabrova Gunica, so ist nicht. Geil. Ich hab mich ja was schlafen, Frachtzug führen. Hä? Ja, auch in der ganzen normalen Bett? Versteh die Frage nicht so ganz. Weißt du denn die Abfahrtzeit von den 11 davor, damit ich mich darauf einstellen kann, wann der losfährt? Welchen Zug meinst du genau? Ich habe keinen, momentan keinen Zug gesehen. Ich bin jetzt gerade da, habe ich losgeschickt. Wirklich.
Der 40639 war gemeint. Und einmal langsam hier. Ah, jetzt weiß ich, wo man es. Ah ja, okay. Die fahren diese Strecke da neben Benzin und Co. Wo dann irgendwo da vorne dann wieder zusammenkommen. Stimmt, das ist ein LKW-Fahrer schlafen in der Kabine, ja, aber wo schlafen die Zugführer? Die flacht sich über die Schienen. Die fahren ja eine Zeit, steigen dann aus, übernachten dann in einem Hotel oder so. Und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Ist nicht so, dass die in der Lok schlafen oder so. Das glaube ich auch. Also bei mir steht der 14. So, stellen wir mal auf 30 ein. Um 20:55 drin, da hätte er durchfahren müssen. Ja, ja, ich komme halt nur nicht weiter, weil Bahnhof vorher da Anzug im Weg steht und der vom Bot gesteuert wird. Okay, wir Beifahrer sein. Cool. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte mir das für eine gewisse Zeit schon vorstellen, da mal mit dem LKW mitzufahren, aber auf Dauer wäre das nichts für mich. Wenn ihr das weiterhelfen könnt. Außer das wäre irgendwie so ein Roadtrip in Amerika. Mit so ein Roadrunner oder sowas. Oder Freightliner. Also da Prova Konica, ja. Das sind geile LKWs. Das abkoppelt sind nicht, das ist KI. Okay. Sollen wir? Oh, ich weiß gar nicht, wann das aber in der Stadt. Boah, dann würde ich sagen, dass wir hier planmäßig eine Station haben. Außerplanmäßig. Mann, jetzt dürfte ich da vorne wieder 70 fahren und dann kommt ein rotes Signal. Also Höchstgeschwindigkeiten erreichen wir da heute echt nicht. Okay, stellen wir mal hoch. Ah, das war zu viel. Sieht es eigentlich hier aus mit der Beleuchtung? Schutzbeleuchtung. Ja, lass mal nochmal an. Okay, wer ist denn im Umkreis? Oh, der Dominik. Alex Film, Tom Tom Go. Wo ist der Flo? Dominik? War kein Yoshi in der Nähe. Ist der jetzt wirklich 0 in 1,5 Kilometer? Der ist 24. Ja, dann sag ich. 87 für den Zahlungsleiter, bitte. Normalerweise kommt man nicht zu einem kompletten Halt, sondern kann irgendwie langsam hinrollen. Oh ja, geil. Ach nö, 20. Komm, bremst mal rein hier. Spieler wenig leiser, ja, das kann ich machen. Ist so besser.
Moin, Kollege. Wer ist denn das? ZZ Libo. Wieso macht man sowas? Der ist ungesichert, der Bahnübergang. Da würde ich halt eine Schranke hinmachen, damit die Züge da irgendwie halbwegs schnell fahren können. Man, alle Züge hier mit 20 vorbei. Das ist ja maximale Entschleunigung hier. Boah, und da vorne schon wieder. Auf der Brücke. Boah, sowas wird bei uns nicht lange überleben. ...14.135 an die nachfolgenden Stellwerke. Dieser 11 hat sich verpieselt. Ich kann wahrscheinlich gleich weiterfahren. Das hört sich ja gut an. Das bringt eine gute Fahrt, mein Lieber. Geil. Dankeschön. Nicht für Form, Herkes fragen. Ja, Mr. Flug, kriegst du einen Daumen hoch von mir. Da hat jemand zu bohren. Ich wäre sonst jetzt ausgestiegen, hätte mal geguckt, ob der Triebfahrzeugführer einen Herzinfarkt hatte. Denk ich eher nicht. Nee, du, ich tu erstmal fahren, aber danke fürs Angebot. Weißt du irgendwen? Bist du der Einzige, der so. Was ist das denn? Was ist da hinten? Absteckgleis? Das ist schon mal tot. Das ist da hinten. Ja, tu mich auch mit der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mal auf die 50. Sieht zweimal nach totem Gleis aus hier hinten. Aber wir sind immerhin im Fahrplan. Doch schön, dass wir wenigstens glücklich sind. Da wollen wir hier so super langsam fahren. Schade, dass man nicht nach hinten irgendwie... Ah doch, ich kann ja doch nach hinten durchschalten. Ich muss noch ein bisschen öfter drücken hier. Das ist wenigstens nicht ganz so laut. Und der nächste Kollege, das ist auch wieder ein Fahrer hier vorne. Oh ja, der Giesel. Oh, ich freue mich schon mal auf die Rangieraufgaben, wenn die bald kommen. Oder dass du dann, also ich weiß nicht, wie ist es dann geplant, ob es dann wirklich reine Rangiersachen sind, dass du irgendwann Bahnhof bist, dann musst du irgendwie was zusammenstellen.
oder ob es dann so Fahrten sind, wie fahr von A nach B und dann irgendwie umstellen oder stelle mir was ab. Das wäre dann auch für den Fahrdienstleiter irgendwie cool. Du sagst, okay, der muss dann die Sachen da irgendwie abstellen. Weil da frage ich mich, wie sie das dann für den Fahrdienstleiter dann darstellen, wo er dann was abstellen muss. Wie ist denn das in echt? Das finde ich gerade eine interessante Frage. Also wenn, keine Ahnung, du bist jetzt ein Stellwerk und hast da, also ein Fahrdienstleiter für ein Stellwerk und hast da irgendwie mehrere Abstellgleise und es kommt ein Güterzug zu dir und der muss, keine Ahnung, die letzten 6 Wagen auf Gleis, keine Ahnung, 10 irgendwie hinstellen. Wie sieht das dann für ihn im Fahrplan aus oder woher weiß der, dass der dann da ein Manöver hat? Beziehungsweise, dass er Manöver hat, das glaube ich, kann ich mir noch recht einfach vorstellen, dass es irgendwo dasteht. Aber wohin das Zeug dann muss? Schottner. Übrigens, Drabova, Gonitza, Woschittner, glaube ich, war eins der Stellwerke, was als nächstes kommen soll, wenn ich jetzt so richtig drin bin. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen. Ja, doch. Gemäß Simrail-Forum. Das könnte interessant werden, weil da hast du wirklich von zwei Seiten, oder von drei Seiten dann wirklich Spielerverkehr. Einerseits von der Strecke, wo ich jetzt gerade fahre, dann von Richtung Benzin als Referenz und dann auf der anderen Seite weiter Richtung Lazy raus. Mich auch, wann sie mal irgendwann die kompletten manuellen, also die mechanischen Stellwerke mal rausbringen oder die Hebel ziehen darfst. Das wäre das absolute Highlight. Ich glaube, das haben sie auch nicht einmal in einer Devstream mal gezeigt gehabt. Ich meine, mal so ein Bild kurz gesehen, aber so Live-Action habe ich es, glaube ich, nicht ein einziges Mal gesehen. Oder kommt es in irgendeinem Devstream mal vor? Was in Ostermobitze funktioniert, der Funk gar nicht. Naja, Highlights von Simrail. Der wurde umgestellt. War das jetzt nicht 4 da hinten? So, gehen wir mal Schmackes.
Oder mein Slako, da haben wir ja mega langen PT. Aber bei eher so 10 Minuten. Also wenn wir dann in Slako sind, könnte man mal schauen, ob auf die Diesel aber vielleicht doch mal Stellwerk frei wird. Oder ob wir das Stellwerk mal gucken. Beziehungsweise ihr könnt es mal voten. Soll ich Stellwerken, wenn wir da in Slako sind, oder weiterfahren mit der Trax? Angefutzer, wie ist sie? Das größte SPK-Stellwerk. Das würde mich am allermeisten reizen, wenn. Ah, 40. Weiterfahren, sagt schon mal eine Stimme. Ich bin offen für beides. Ihr entscheidet. Ja, 1-2-1. Einmal FDL, einmal fahren. Jetzt ist schon zweimal FDL. So. Mit anderen Strecke hier zusammen. Und nochmal FDL. Ja, sieht sehr nach FDL aus. Also wenn es hier nicht so langsam wäre, dann wäre das eigentlich schon eine interessante Strecke hier. Also so eine Entschleunigung. Wäre ich mit der S-Bahn ja auch nicht viel besser. Warum 40? Geht es einmal nach links oder warum? Obwohl die schwitzen sieht. Ja, das... Simmel ist ja der Fahrplan ja nicht wirklich anstrengend. Das CD2 ist viel schlimmer. Müsste ich mal. Also, wenn ich mal wieder TD2 vor den Slider streamen, das ist Stress. Zumindest für mich. Ach, da geht's nochmal nach links. Okay. Nochmal oder was ist das letzte Mal? Ja, das war das letzte Mal. Das Verschottene wird dann wahrscheinlich das nächste Stellwerk werden, was wir dann benutzen dürfen. Ja, mal abwarten. Ja, es gibt ja leider nicht irgendwie so eine effektive Roadmap oder ein Update von den Entwicklern aktuell, wo man sagen kann, auf das können wir sich freuen, auf das kommt irgendwie als nächstes. Wir sind da relativ ruhig, beziehungsweise
schreiben das halt mal irgendwo in einem Post dazwischen rein und dann so zweideutig. Also wenn man da nicht aktiv irgendwie jeden Threadbuch liest, ist ein bisschen mau, was Informationen betrifft zur Zukunft. Oh, das ist sogar auf der Live-Map schon hinterlegt, das wusste ich gar nicht. So, gleich sind wir ins Slavko, wo wir unseren PT haben. Oh, wir gehen wieder durch. Da werde ich mal ganz kurz eine Mini-Pause machen von 3, maximal 5 Minuten. Und dann werden wir mal zum FDL wechseln. Da gab es die Mehrheit an Stimmen dafür. Und dann gehen wir mal in das neue Stellwerk rein, in das Servier-Sitting. Weil ich gerade in Discord sehe, weil ich da ein Announcement gekriegt habe. Raver, da wird ja auch mal so ein cooles Spiel. Das glaube ich wird dann für Ravers Online ziemlich gefährlich, wenn das mal rauskommt. Es ist die fast direkte Konkurrenz. Das ist fast die gleiche Erde ist. Einziger Unterschied, man kann bei Raver da halt einfach keine eigenen Gleise legen. Aber ich glaube, das hat Potenzial. Was da sehr auf Realismus ausgelegt ist, zumindest von damals. Mainten! Und da vorne ist es schon rot. Können langsam hinrollen. Cool, und jetzt kriege ich Fahrt. Nice. Hallo Gas, dankeschön. Hey, zum Editor gibt es eigentlich noch nicht sehr viele Informationen. In dem schlimmsten Fall ist es nur so ein... Ja, wenn du magst, kannst du mich gerne durchstellen. Das ist es noch nicht mehr ein Karten-Editor, sondern mehr so ein Zugverband-Editor. Dass du halt irgendwo was zusammenstellen kannst und dann fährst du mit deinem eigenen Ding raus. Im besten Fall ist es ein voller Editor, wo du dann auch wirklich Karten basteln kannst. Aber, das wird, aber ich glaube, von dem Editor werden wir so schnell nichts sehen. Das ist meine Vermutung. Die werden erstmal Bugfixe machen, Stellwerke aufmachen und solche Sachen. Ja, und Aufgabenplaner. Achso, alles klar, ich danke dir, bis später. Oh, da fangen die Grafik-Glitches wieder an. Die waren im Playtest nicht so schlimm. Moment mal, Slasko. Sind wir jetzt schon durch? Das wäre jetzt hier gewesen. Glaube ich. Kein Warnsignal, okay, ja, hab's übersehen. Okay. Also, liebe Leute, wir machen jetzt mal eine ganz kleine Pause. 5 Minuten maximal. Und dann machen wir als FDL weiter. Also, bis gleich und dranbleiben.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.